Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Unterhaching Trainerkarriere. Und heute geht es direkt weiter mit der Transferphase. Ich habe mir hier in der Transferzentrale ein paar Spieler notiert. Und das sind Sardella, Mola und Netz, das sind alles Linksverteidiger. Ich wollte hier für Dombrovka einen Ersatz suchen, denn er ist 28 und es wäre das einzige aus unserem Budget noch so einigermaßen hergeben würde. 2,4 Millionen sind viel Geld. Die restlichen Positionen sind eigentlich relativ gut abgedeckt, muss ich sagen. Und bevor ich es vergesse, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, sowie einen Like dazulassen, wenn euch die Serie gefällt. Hier sind mal wieder zwei Trainings zum Selbstspielen. So, wieder zweimal eine A rausgeholt. Möchte jemand Paul Grauschopf ausleihen und davon bin ich nicht mal so abgeneigt. Jetzt sind wir angekommen beim Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern und gegen den werden wir nicht selbst spielen. Hans hat geschrieben, wir sollen auf jeden Fall spielen gegen Bayern und vielleicht noch gegen Wien Wiesbaden. Das heißt, wir werden auf jeden Fall simulieren gegen Kaiserslautern, gegen Waldhof Mannheim und vielleicht noch gegen 1860. Und da würde ich sagen, bietet sich gegen Kaiserslautern eigentlich relativ gut die Schnellsimulation an. Die vernutzen wir auch. Und wir gewinnen mit 2-1. Ramazani trifft doppelt. Jetzt haben wir eine Nachricht von Hasenhüttl. Es wird viel über meine aktuelle Position geredet. Ich wollte Ihnen nur versichern, dass ich alles tun werde, um mit der Mannschaft Erfolg zu haben. Wenn Sie es wollen, dann spiele ich gerne als Mittelfeldspieler. Ich mache das, was für das Team am besten ist. Und die Sperre von Hufnagel ist abgelaufen, okay? Aber jetzt sind wir am Transfer Deadline Day. Und hier müssen wir jetzt mal schauen, dass wir vielleicht noch ein Angebot bekommen, so schnell wie möglich für Dombrovka. Und 8 Stunden sind noch auf der Uhr und wir bekommen das Angebot für Dombrovka, von dem ich geredet habe. Das ist nice. Da verhandle ich auch gleich selbst. Und 970.000 akzeptiert er, somit nur noch Gehaltsverhandlungen für Dombrovka. Und dann können wir einen neuen Linksverteidiger holen. Und Dombrovka ist auch verkauft, so bekommen wir 675.000 dazu. Und damit sollten wir auch uns einen der Spieler leisten können, die ich hier notiert habe. Und da sehen wir hier Luca Netz. Ich habe gewusst, dass es eh nicht reicht. Dieser Spieler ist aber nicht bereit, sich neu zu orientieren. Die sind alle nicht bereit, sich neu zu orientieren, oder was? Oh, Junge. Da muss ich eben neu schauen. Hier habe ich jetzt endlich mal einen Spieler gefunden. Mario Mitai oder Mitash oder Mitaish. Keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Und den versuche ich auch direkt mal zu holen. Und ich versuche es direkt mal mit dem Marktwert. Ich hoffe, es akzeptiert er vielleicht auch einfach. Er akzeptiert es auch echt einfach. Und akzeptiert bei 900 Euro pro Woche. Das ist sehr nice. 63er Gesamtsteige leider nur. Obwohl hier in Sophie von der 64 steht. Okay, schade. Aber es macht ja auch nichts, 63 ist trotzdem noch ausreichend, würde ich einfach mal sagen, bei einem 83er Potenzial. Muss ich mal schauen, vielleicht finde ich ja noch für irgendeinen Spieler einen guten Ersatz. Transferangebot für Gregor und genau so eins habe ich sogar gesucht. Hier verhandeln wir auf jeden Fall mal. Und 1,6 Millionen akzeptiert er sogar. Okay, jetzt müssen wir hier noch schauen, dass das Angebot durchgeht. Und ich glaube, wir haben hier die Nachricht im Büro schon bekommen. Und Gregor ist verkauft. Wir bekommen 1,1 Millionen dazu. Das ist jetzt nicht allzu viel, aber es ist auf jeden Fall was. Und hier haben wir es ja schon mal versucht bei Stargiu oder Stargiu. Und den haben wir nicht bekommen beim letzten Mal, da wir zu wenig, glaube Gehalt war es geboten haben. Dann versuchen wir es eben direkt nochmal. Okay, 2,6 sagt er. Dann gehe ich eben bei 3% runter auf 2,5. Und das soll er dann auch annehmen, denke ich. Macht er auch. Und er macht selbst ein Gehaltsangebot, das ist perfekt. Dann machen wir den Bonus noch weg. 900 Euro Gehalt will er. Und die 900 Euro waren sogar eine Gehaltsverringerung für ihn. Eigentlich verdient er 1000, jetzt noch 900. Und da haben wir unsere neuen IV. 67er Gesamtstärke. Das ist perfekt. Und ich würde sagen, so können wir auf jeden Fall in die Saison reinstarten. Haben auch noch ein bisschen Geld übrig, um Jugendscouts, Spieler zu holen. Jetzt haben wir 4 Nachrichten im Postfach. Wahrscheinlich wieder hier geht's Gelaber. Mehr Transferphase ist zu Ende. Ne, wir haben hier Scouts. Monatliche Scouting-Updates. Erstmal Jugendmannschaft durchchecken. Okay, hatten wir da schon eine 58. Maxence Menard. Und der Torhüter hat noch eine 55. Aber geht auch nach oben, würde ich sagen. Ah, die Potenziale von den beiden sind echt unmenschlich. Hölzel findet einen Spieler, der sieht vielleicht nicht mal so schlecht aus. 375.000 der Marktwert. Ich nehme ihn einfach mal mit. Findet hier wieder mal ein anscheinend Megatalent vielleicht. Und hier erst recht. Verpflichten wir auch. Und er 1,2 Millionen Euro Marktwert. Matthias Grüne. Torwart Seidel hat auch ein gutes Potenzial. Der bleibt auf jeden Fall erstmal drin. Hier Peter. Ja, die Gesamtsteige ist ein bisschen schlecht.
Ich würde sagen, den kann ich auch eigentlich gleich freigeben. Hansen geht auf jeden Fall komplett klar. 15 Jahre alt, 53er Gesamtsteige ist perfekt. Und Max Grüne 63er Gesamtstärke. Okay, den hole ich, würde ich sagen, im Winter raus und setze ihn dann auch ein. Und jetzt ist auch wieder Ansbach bereit, mitzutrainieren. Ja, er ist nicht der wichtigste Spieler, aber es ist schön, dass er wieder bereit ist. Und hier die Partie war zwar in den Kommentaren gestanden zum Selbstspielen, aber Waldhof Mannheim ist hier Erster in der Tabelle. Da würde ich sagen, gehen wir gegen die auch selbst dran und simulieren dafür dann gegen Wiesbaden in der normalen Simulation. So, jetzt sind wir hier im Stadion von Waldhof Mannheim angekommen zur Partie Waldhof Mannheim gegen Unterhaching. Und ich würde sagen, hier schauen wir mal, dass wir wieder den Sieg rausholen wie in der letzten Partie. Flanke kommt rein nach der Ecke und hier noch ein Schuss, aber den hält unser Torhüter und damit gibt es noch eine Ecke. Die hat die ganze Zeit in ihren kurzen Ecken jetzt mal den Ball rausgeköpft. Aber wieder und der Ball ist drin. Wollte gerade sagen, wieder die Chancen, dann schweißt er ihn einfach rein von außerhalb des 16ers, kommt wieder ein 99 km/h Schuss in den Winkel. Aber damit habe ich jetzt irgendwie echt mal nicht gerechnet, muss ich sagen. Hier abgelegt und dann haut er einfach rein. Doyle war nicht gut gestanden, aber kann auch nichts machen, wenn er besser steht. Jetzt durchgesteckt auf Hein. Jetzt muss er mal laufen. Hein, setz dich doch mal durch, aber er ist auch so langsam. Also im Winter werde ich mich wahrscheinlich einen neuen Stürmer holen müssen. Und jetzt hier durchgesteckt. Oh, unser Doyle kann den ersten halten und keinen Nachschuss gibt es nicht. Jetzt hier der lange Ball auf Dembele auf der rechten Seite. Dembele. Spiel ihn hier rein, aber Kasper konnte nicht so schnell reagieren und den Ball reinschießen. Aber von uns geht auch irgendwie keiner an den Ball, muss ich sagen. Jetzt hier vielleicht nochmal eine Chance und der sitzt auch wieder und es hat wieder kein Abseits. Und damit 2:0, Martinovic, Doppelpack. Ja, zur Halbzeit gibt es nichts zu sagen, außer dass die Führung verdient ist. Und da müssen wir uns abfinden. Zweite Halbzeit muss besser laufen. Flanke kommt und die kommt gut. Was ist das denn? Hier kommt das Chaos im 16er. Oh, der muss eigentlich reingehen, wenn die ehrlich sein soll. Kasper schießt, aber den hält der Torhüter aus dem unteren Eck raus. Jetzt kommt Felix Müller für Dembele in die Partie. Hufnagel schickt jetzt hier wieder Hein, aber er kann sie wahrscheinlich wieder nicht durchsetzen, schätze ich mal. Hein schießt! Und dies habe ich jetzt sehr stark gehalten vom Torhüter. Es gibt es nicht. Oh, und der muss rein. Irgendwann auch mal, Leute. Und damit endet das Spiel mit 2:0 für Waldhof Mannheim. Wir hatten genug Chancen hier für ein 3:2 für uns, vielleicht sogar ein 4:2. So, Hufnagel ist zum ZM. Das ist sehr schön. So, Ansbach möchte hier mir eine Nachricht schreiben. Ich habe mich vollständig von einem Muskelriss in der Wadeverletzung erholt und hoffe, dass ich heute wieder zur Mannschaft gehöre. Ich setze dich bald wieder ein, schreibe ich einfach mal. Auch wenn ich ihn wahrscheinlich gar nicht einsetzen werde, aber es ist das Beste, was ich schreiben kann. So, und hier gegen Wien Wiesbaden geht es in die normale Simulation. Ja, von ihnen kennt man wahrscheinlich keinen einzigen, also ich zumindest nicht. Unsere Mannschaft kennen wir. Die anderen sind 10. Platz anscheinend, was ich hier gelesen habe. Und damit geht's rein in die Partie. Ihr müsst jetzt mal wieder irgendwie was schaffen, eine Runde gewinnen oder so. Und das 1:0 für uns durch Stefan Hein und das ist sehr nice. Schön reingespielt und dann schießt er ihn rein, 1:0, so muss weitergehen. Und damit ist halt der Begegnung, es steht 1:0 für uns. Und wenn es so weitergeht, muss ich hier auch nicht eingreifen. Wir haben 80% Ballbesitz, 3 Schüsse, 2 Chancen, die Gegner 22% und 0 Schüsse und 0 Chancen. So muss einfach weitergehen, wenn es so weitergeht, greife ich auch nicht ein. Und was sind überhaupt die Ziele? Mittelfeldplatz und Runde letzten 16 erreichen, das haben wir beides schon geschafft. Und über 2 Drittligasaisons im Aufstiegsrennen mitspielen. Die haben wir auch schon geschafft, die Finanzen. Nachwuchsentwicklung haben wir auch schon das Kurzfristige geschafft. Okay, das sollten wir auch schaffen, das Langfristige. Wir sollen 4 Jugendspieler über 2 Saisons für die Profimannschaft verpflichten und sie in 20 Partien als Stadtspieler einsetzen oder als Einwechselspieler. Es geht. Erzielen sie mindestens ein Tor in Heimspielen. Ja, das sollte auch möglich sein, würde ich sagen. So, jetzt sind wir angekommen beim Spiel gegen den FC Bayern München 2. Und da gehe ich auch in die Simulation rein, nicht ins Spiel selbst, denn ich glaube, so läuft es vielleicht ein bisschen besser. Im Notfall kann ich ja trotzdem eingreifen. Aber jetzt gehe ich erstmal hier in die Simulation rein und schaue, wie es ausschaut. Und dann würde ich sagen, starten wir rein in die Partie und schauen, was wir gewinnen. Aber wir werden jetzt sogar ein bisschen gegen die Wand gespielt, wie ich hier sehe. Die spielen so Was ist das denn vom Torhüter? Alter Junge. Und
hier schon mal hier eine gute Chance für Bayern 2, aber den hält der Torhüter gut. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir hier noch mit einem 0-0 in die Halbzeit kommen. Noch 2 Minuten zu spielen, wir sind im Ballbesitz und dann soll der Schiri auch gleich abpfeifen. Vielleicht schießen wir ja noch das Tor. Gute Chance, Stefan Heinz. Wieso spielt er nochmal quer? Was macht er denn? Da schieße ich halt direkt. Okay, aber trotzdem alles gut. Gegen Bayern 2-0-0 zu halten ist nicht schlecht. Vor allem mit unserer Mannschaft, weil die hat es ja nicht so, so nicht so gut spielt anscheinend. Also einfach mal, dass wir es halten und vielleicht sogar ein Tor schießen. So, und für die letzten 15 Minuten würde ich sagen, greife ich auch mal selbst ein. Den Spielzug hier lasse ich noch laufen. Und dann gehe ich gleich selber rein ins Spiel. Jetzt starte ich rein. Und halten hoffentlich noch die 0. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und hier eine Chance für Nummer 7, aber den Halt und der Torhüter. Jetzt vielleicht eine Chance für Bayern 2 nochmal. Ball ist im Angriff, den können wir blocken. Sauber. Hier ist Fuchs. Ziehe nochmal zurück auf Kasper. Der steckt jetzt vielleicht durch für Hein, Stefan Hein. Vor alleine vom Torhüter. Und er schießt ihn rein ins linke Unterreck. Stefan Hein macht das 1-0 für die Spielvereinigung Unterhaching. Und das in der 90. Spielminute. So muss es aussehen. Stefan Hein macht das Ding endlich mal wieder. Ein gutes Spiel von ihm. Hier sehen wir es auch mal schön durchgeschickt von Kasper auf Hein. Können wir jetzt auch mal einen Wechsel machen. Hein schießt den schön links unten rein. Und das, wie viel Tor war es für ihn? Es war schon das dritte Tor. Gut, okay, drei Tore in 7 Spielen oder 8 Tore. Wie viel es mittlerweile sind, ist nicht so eine gute Leistung. Aber es macht natürlich gar nichts. Und das Spiel ist aus. 1-0 für Unterhaching. Und das ist sehr nice. Der späte Siegtreffer war Glück, oder? Manchmal braucht man eben auch eine Prise Glück. Hatten sich Sorgen, was das Ergebnis angeht. Da war alles denkbar, sage ich einfach mal. Es war ein enges Spiel, da hätte alles passieren können. Wie schwer war es, den Sturm von Bayern 2 am Toreschießen zu hindern? Wir haben unser eigenes Spiel durchgezogen und uns nicht auf die anderen fokussiert, sage ich einfach mal. Jetzt meldet sich hier Markus Schwabel. Ich hatte schon befürchtet, ausgebotet zu werden. Die Neuzugänge und die Schlagzeilen in den Medien hatten es mich wirklich beunruhigt. Danke, dass das jetzt geklärt ist. Bleib auf dem Teppich, sage ich einfach mal. Und einen neuen Monatsbericht der Jugendmannschaft. Schauen wir mal rein, wie es ausschaut. Der Torhüter ist eine Gesamtstärke besser geworden. Potenzial von 80 bis 94. Der Mann ist so gut. Er wird auf jeden Fall im Winter rausgeholt und ausgeliehen. Der andere Torhüter ist 57er Gesamtstärke. 74 bis 94 ist genauso gut. Haben wir hier den Innenverteidiger Maxence Menard. Hat auch eine 58 und Potenzial 80 bis 94, die sind alle so sau stark. Hansen ist jetzt eher schwach, aber ist halt auch erst 15 Jahre alt. Der ist immer noch sehr stark. Aber hier auch Matthias Grüne. Ach fuck. Und hier auch Mattis Grüne. 63er Gesamtsteige, 72 bis 92 und es ist ja das dynamische Potenzial. Wenn ich ihn rausholen und immer einsetze, dann bekommt er so ein krankes Potenzial. Ist auf jeden Fall krank. Er hier sieht auch ganz brauchbar aus. Nehmen wir mal mit. In Deutschland findet man dieses Mal leider nichts Brauchbares. So, schauen wir noch mal rein. Hier unten Rösch habe ich rausgeholt. Ja, 55. Potenzial 70 bis 93 ist gut. Bleibt erstmal drin. So, jetzt geht's hier rein. Schon wieder in ein Bayern-Derby. Das werden wir jetzt auch mal schnell simulieren. Auch wenn es ein Derby ist. Und wir gewinnen es sogar mit 1-0. Karamoko trifft in der 85. Spielminute, nachdem Steinhardt in der 80. Elfmeter verschießt. Es gibt es nicht. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Wir gewinnen 1-0 gegen 60. Und damit legt man hier nicht mal mehr so weit von den Aufstiegsplätzen weg. Wir haben 18 Punkte. Der dritte Platz hat 21. Das ist 1860 München, gegen die wir gewonnen haben. Das sind 3 Punkte auf den Relegationsplatz. Und nur 5 Punkte auf den zweiten Platz. Das ist aufholbar in der Saison. Das ist nicht allzu viel. Ja, und damit würde ich sagen, war es das auch von der Folge. Wir sehen hier die nächsten Partien. Ich will eigentlich schon in der nächsten Folge hier bis Dresden kommen. Mindestens bis Saarbrücken. Wahrscheinlich bis Dresden. Könnt ihr mal reinschreiben, gegen wen ich spielen soll. Aber ich denke mal, im Pokal werde ich auf jeden Fall spielen gegen Hannover. Und den Rest könnt ihr euch eine Partie heraussuchen. Und vielleicht auch ein paar reinschreiben, die ich normal simulieren soll. Und den Rest werde ich halt dann einfach schnell simulieren. Ja, dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Haut rein und ciao. They tear my system down, tried so hard to keep